Nur noch mal gucken. Das haben wir jetzt. Das sind Steine runter. Es ist nicht schlimm, dass da Steine runtergefallen sind. Ne? So, wenn ich jetzt, was ist das? BM, ne? Nee, nicht. Wo war jetzt dieses B? Shift M war es, ne? Genau. So. Jetzt nehmen wir die horizontale Achse H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soll die optimalste Länge sein. Ne, das liegt wohl da, also für den Holzverbrauch soll das die optimalste Länge sein. So, okay. Und dann jetzt nochmal wieder. Nochmal H. 5, 6, 7. Guck mal, fast wie geplant, ist nur einer zu viel, weil ich muss hier ja meinen Connector machen, der ja nach oben geht. Und der geht dann ja wieder weiter. So, machen wir das. Da brauche ich den Gear Assembly. Der macht ja den Richtungswechsel. So. Dasselbe brauche ich dann hier oben ja auch nochmal. So, damit müsste sich das jetzt hier oben treffen. Jetzt brauche ich glaube ich nochmal eine. So, wenn ich jetzt hier eine Gear Assembly mache. Ich glaube von Nord, Süd, Ost, West muss immer wieder extra angeglichen werden. Wenn ich das soll, so und jetzt geht es nämlich hier. Nach da, so. So, DH. Nee, DH. Erstmal sollte ich den richtigen Job dann auswählen. So, wenn ich jetzt hier sage, ihr buddelt hier und da und da und da. Sieht das erstmal richtig aus, ne? Und dann habe ich das hier unten. Also dann hätte ich es irgendwann gleich mal hier unten. So. Folgefrage. Die können sich diagonal durch die Mauer quetschen oder nicht? Ich glaube ja. Wenn ich jetzt hier B, Shift, M, G. So, Gear Assembly für den Wechsel von oben nach unten. Dann die vertikale Achse. Wo wir nicht hinkommen, okay. Und hier unten muss ja wieder B, Shift, M, G. Hier muss ja wieder ein Assembler hin. So. Was? Ach, weil da noch die Rampe ist. Ja gut, die Rampe muss noch weg. Ist ja gut. Hier. Oh, sie fangen an. Es geht wieder tiefer. Cave 3, wir sind auf dem Weg. Magma, ich komme. Hoffentlich. Oder irgendein Monster wartet dann da unten auf uns. Irgendwas wird uns umbringen, wenn wir unten sind. Deswegen vollstes Vertrauen in unsere Brücke. Der Bone Carver. Ach, Neil war das wieder, ne? Das war doch wieder Neil mit der Depress. Ja, Neil. Ist jetzt ein Bone Carver. Ist ja nicht mehr Major. Was war der nochmal? Borker? Borker war das, ne? Unser Borker? Oder war es unser Bookkeeper? Ne, der Manager. Seit heute! Und du bist auch VIP geworden, deswegen hast du so ein wunderschönes Icon neben deinem Namen. Ich musste ein bisschen mit dem Affiliate-Gedöns rumspielen, den ich dank fleißigen Zuschauern wie dir jetzt gekriegt habe. Ich steig da aber noch nicht ganz durch. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, wann hier was wie wo passiert. Also ich weiß, dass laut dem, was ich gelesen habe, mache ich mir gerade Sorgen, dass hier alle 30 Minuten jetzt Werbung läuft. Das muss mir einer von euch bitte dann irgendwann mal bestätigen, dass das nicht der Fall ist.
Weil das fände ich hart. Aber ich muss mal gucken. Ich habe jetzt einfach nur, ich sehe das Einzige, was ich vorhabe, ist dieser Halicoin und dass man davon sich jetzt einen Namen von einem Zwerg kaufen kann, wenn man genug hat. Und ich habe, glaube ich, ich habe ein Emoticon erstellt, einfach nur mal, um zu gucken, was da passiert. Aber da steckt unglaublich viel, was man da nachher beachten könnte. Oder, da gibt's das und das muss so sein und wenn du das willst, musst du das machen und schau mal hier nach. Ich muss mich da irgendwann mal einarbeiten. Da kam ich jetzt die Woche noch nicht zu. Es geht einfach weiter, ne? Gut, dann machen wir jetzt hier F6 und zoomen hier hin. Und gehen hier auch wieder tiefer. Also ich bin ja da schmerzfrei. Dann halt tiefer. Ich war noch nie in Cave 3. Ich weiß nicht, wie tief man dafür muss. Also mich überrascht es, dass es wohl doch so tief zu sein scheint. So, versuchen wir es mal bis hier. So. Die machen das schon. Fang auch direkt an. Das heißt, oben in der Mine scheinen die jetzt fertig zu sein. Ein Metalsmith ist besessen. Ja, wehe, du findest keinen Job. Ich bleibe mir erstmal optimistisch. Kommt gleich wieder die Umwelt. Ja, er hat erstmal muss er einen Workshop finden. Metals Forge haben wir. Also da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Da ist er ja. Erstmal einen langen Weg vor sich. Ich muss erstmal nach unten laufen. Gut, ist nicht schlimm. So, hier. Ja, die Miner müssen halt auch weit nach unten laufen. Tetra, ne? Tetra, ja. Immer dasselbe. Ihr sollt was Vernünftiges finden. Stock, Bar. Erstmal wieder nochmal prüfen. Wir haben Kohle, wir haben Kupfer. Wir haben auch wieder 38 Kupfer. Also, er hat, nachdem er 18 hat, hat er direkt einen 20er-Job wieder gestartet. Also, das mit diesem, wir schmelzen irgendwas, scheint zu klappen. Nur die Kohle macht mir halt so Sorgen, weil es bei 17 steht. Aber die Jobs sind da. Bitmust und Lignit scheint noch da zu sein. Wie ist denn da der Stock? Das ist ja das Problem. Das ist ja das einzige Problem. Der Stock muss passen. Kohle 30, Lignit 2,23. Das ist halt. Das wird problematisch werden. Weil das müssen wir ja finden. Ohne Kohle und so weiter wird das ja nichts. So, hier ist ja auch großes Loch, aber hier ist auch nirgendwo Kohle. Ich habe ja unglaublich viele verschiedene Steinsorten. Und noch ein paar Erze, aber keine Kohle. Und hier unten haben wir jetzt ja auch nicht wirklich Kohle gefunden. Wir finden ja nur Tetrahydrit statt Kohle. Müssen wir jetzt einfach nochmal hier weiter gucken? Wir müssen wahrscheinlich nochmal wieder ein paar Gänge bauen, ne? In der Hoffnung, dann Kohle zu finden. So. Okay, und dann machen wir das nochmal hier so. Tack. So. Vielleicht finden wir da ja irgendwie ein Stück Kohle zwischen. Wir haben Gold gefunden. Gold. Auf dieser Ebene müssen wir bleiben. Wir müssen Gold abbauen. Einmal bitte kurz mal hier ein bisschen gucken, wie viel Gold wir hier finden. Und hier Tetra, natürlich.
Ah, Gold. Auch das war schon an Gold. Er hat angefangen zu arbeiten. Super. Und deshalb gucken wir uns nochmal hier unser Goldgedöns an. So, mach mal hier ein bisschen sowas. Und gehen wir noch ein bisschen nach da so. Weil, ja, Gold finde ich gut. Goldstatuen nachher schön wieder bauen. Goldstraßen, was auch immer. Also wir haben schon mal die Goldebene gefunden. Also ich finde es gut, dass wir Gold haben. Das motiviert mich dann wieder ein bisschen. Wenn man zumindest ein paar von den Rohstoffen findet, die man gerne haben möchte. Ist das jetzt auch Gold? Ne, das ist wieder der andere Stein, ne? Ne, Native Gold. Das sieht fast gleich aus, ne? Oder sieht das sogar ganz gleich aus? Ich habe ja so eine gleiche Farbschwäche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nur so für mich gleich aussieht, aber wirklich es auch ist. Aber ist nicht schlimm. Ah, guck mal, das funktioniert schon mal. Ich weiß, man kann Coins hier herstellen in Warford, aber bringen die eigentlich was? Mal ganz dumm gefragt, weil ich das überhaupt nicht weiß. Mal hier noch das Gold raus und hier. Dann ist hier schon wieder Ende, ne? Was ist denn das für eine Wand? Kimberlit. Was ist denn Kimberlit? Kann man ja nachgucken. Stone. Steht ja nicht drin, ist nicht wichtig. Und wieder einen Gang setzen. Jetzt kommt das Miasma schon den Gang hoch, oder was? Was ist denn da schon wieder gestorben? Irgendwas gammelt da dann wieder vor sich hin. Hier in den Gängen, nee, da liegt kein Toter mehr rum. Das kann es nicht sein. Also jedenfalls kein Toter, den ich jetzt sehen würde. Aber irgendwas gammelt doch hier rum. Miasma, ja, ich weiß, dass da Miasma ist. Bestimmt nicht von einem. Ach komm hier. Nehmen wir einfach den Bolzen mal mit. Was haben wir denn hier? Wieder Klamotten. Erlauben wir einfach alles. Dann ist das zumindest auch weg. Ist hier jetzt noch irgendwo. Ach, guck mal, der Käse verrottet. Dampf, Dampf, Dampf. Irgendjemand hat ihn weggetragen, hat ihn fallen lassen, jetzt gammelt der da vor sich hin. Hast du jetzt ein Steel Flask? Der hat jetzt unseren teuren Stahl für irgend so ein Flask verbraten. Och Mensch. Die haben doch alle. So, und jetzt gehen wir auch hier wieder nach da. So. Inzwischen ist das, das war jetzt kein Gold, ne? Wie weit ist denn das bis zum Cave 3? Und warum holt keiner die Fässer jetzt hier oben ab? Weil unser Essen- und Trinken-Stockpile voll ist. Deswegen gammelt das auch vor sich hin. Okay, also das war, ist geplant, dass die irgendwann Sinn haben. Gut. Ich weiß, wie, also dass man Coins craften kann. Ich glaube, aktuell kommen die ab und zu beim Craft raus. Aber ich wusste nie, wofür die sind. Also ist unser Essen-Stockpile ist zu klein. Hier ist ja auch die Küche. Jetzt bin ich gerade überlegen, die Küche auszusondern nach hier oben und hier nur noch Prepared Food reinzulassen. Dann haben wir, sind wir die Küche hier mal los. Ich glaube, das klingt gut. Das ist ein Farmers Workshop, keine Küche. So, wenn ich jetzt hier, könnte ich das einfach, ich mache das einfach mal. So. Küche.
Küche. Küche? Nicht Siege. Still. Still ist nie. Machen wir auf die andere Seite. So. Drei Stillen auf die andere Seite. Machen wir noch diesen Fischer. Den setzen wir hier trotzdem hier oben einmal hin. Der darf hier schön mittig zentral sitzen. So. Wir können auch theoretisch zwei Fischer machen. Drei, dann ist das symmetrisch. So, drei Fischer. So. Dann kommt jetzt der P-Food Stockpile. Machen wir jetzt hier. So. Und sagen jetzt hier: kann alles rein außer Prepared Food. Und Drinks. Genau. Und die Drinks dürfen hier nicht rein. Die lassen wir hier bleiben. Käse wird mit verkocht, glaube ich. Dann passt das schon. Ach, Seeds brauchen die auch nicht rein, weil die Seeds landen ja bei den Seeds. Und den Rest lasse ich einfach erstmal. Ja, genau. Den Rest lasse ich erstmal. Und dann kann ich jetzt hier unten theoretisch sagen: hier kommt nur was Prepared. Kommt jetzt hier nur Prepared Food und Getränke rein? Ergibt das Sinn? Ja, ne? Es ergibt Sinn. Außer, dass jetzt mal wieder alle am Schleppen sind, wie die Irren. Und irgendjemand muss halt die Küchen bauen. Aber das scheinen sie zu tun. Dann kann ich die anderen Küchen hier unten abreißen. Dann werden wir die Küchen aus der großen Halle los. Dann wird da nicht mehr vor den Augen der anderen gekocht. Das ist auch doof, wenn einem ständig, wenn du beim Kochen bist und ständig guckt einer über die Schulter. Na, was gibt's denn? Bist bald fertig? Ich hab Hunger.